Sie befinden sich nun in der Halle zum Gedenken an die Gefallenen der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg und der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Die zahlreichen Umrisse auf beiden Seiten stellen die in beiden Weltkriegen verloren gegangenen deutschen Kriegs- und Handelsschiffe dar. Wie auf der linken Wand angegeben, starben im Ersten Weltkrieg 35.000 Marineangehörige, während die gegenüberliegende Wand an die 120.000 Toten der Marine im Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Silhouetten stehen zugleich symbolisch für die zum Teil sehr hohen Verluste bei der Versenkung dieser Schiffe. Allein der Verlust des Schlachtschiffs Bismarck im Jahre 1941 forderte über 2000 Menschenleben. Darüber hinaus fand bei vielen U-Boot-Versenkungen die gesamte Besatzung von etwa 50 Mann, von denen die meisten kaum älter als 21 Jahre waren, den Tod. In diesem Raum befinden sich auch die Gedenkbücher mit den Namen der gefallenen deutschen Marinesoldaten beider Weltkriege. Wenn Sie nun weiter durch einen der beiden Durchgänge gehen, gelangen Sie in den Kranzschleifenraum. Das Bronzerelief an der Vorderseite erinnert an die Grundsteinlegung des Marineehrenmals am 8. August 1927. Das darüber angebrachte Gemälde des Marinemalers Klaus Bergen zeigt die Skagerrakschlacht 1916. Bitte verlassen Sie nun die Ehrenhalle und begeben Sie sich zur Treppe, um in den Flaggenraum zu gelangen.